Ein Keller am Rande des Hofgartens der Würzburger Residenz. Hier wollte die Restauratorin Sabine Vogt im Jahr 2019 aufräumen und machte eine erstaunliche Entdeckung. Nach den Balustradenskulpturen wird schon seit vielen Jahren gesucht. Und wir hatten aber bisher keine Möglichkeit, so nah ranzukommen. Und wenn man dann davor steht und sagen kann, ja, das wird sie sein, ist es eigentlich ja, fantastisch. Doch wie viel ist noch da von den Skulpturen, die einst die Balustrade zierten? Ein Portalkran soll helfen, die bis zu 500 Kilogramm schweren Teile zu bergen. Ich bin sehr gespannt, was jetzt wirklich rauskommt, ob das wirklich, also ob das auch wirklich so ist, wie man sich's gedacht hat. Und ja, es ist immer sehr viel Technik. Es ist immer irgendwie spannend, einfach weil es halt auch wirklich nicht zu, also so einfach zu händelnde Teile sind. Es ist Millimeterarbeit. Kein Teil der Figuren soll bei der Bergung weiter beschädigt werden. Jetzt nähern wir uns ja diesen zwei Brocken, um die es auch geht, und werden dann danach doch noch die Skulptur, also mit dem Kopf, das mal ganz sehen. Ein Mann und eine Frau fehlen auf der Balustrade. Es müsste der Torso der Frau sein. Ob es auch noch Arme und Beine gibt? Jetzt müssen wir halt mal gucken, was wir noch dazu finden. Die Funde sind so bedeutend, dass auch Experten der Schlösser- und Seenverwaltung aus München gekommen sind. Silas Ploner ist der zuständige Restaurator für Steine. Hey. Yes. Tada! Ein Arm oder ein Bein? Genau, wir müssen mal gucken, ob wir den Klops durchkriegen. Aber die anderen haben den Klops ja auch durchgebracht. Dann muss er wieder durchgehen. Ja. Millimeterarbeit ist auch der Abtransport durch die teils engen Durchgänge in der Kasematte. Stundenlang werden die Steinmetze zusammen mit den Restauratoren Stein für Stein bergen, um alles dann bei Tageslicht im Steinlager der Würzburger Residenz genauer unter die Lupe zu nehmen. Was passt wohin und was fehlt? Dem Besucher fallen die fehlenden Figuren auf der Balustrade der Residenz wohl kaum auf, links und rechts über dem Portal. Das barocke Schloss ist auch so schon beeindruckend. Sein wohl bekanntester Saal ist das Treppenhaus mit dem berühmten Deckenfresko von Giovanni Battista Tiepolo. Zusammen mit dem Weißen Saal und dem Kaisersaal bildet es eine unvergleichliche Raumfolge. Der genialen Gewölbekonstruktion von Baumeister Balthasar Neumann ist es zu verdanken, dass die Säle den Bombenangriff auf Würzburg am 16. März 1945 überlebten. Und dem amerikanischen Kunstoffizier John Skilton, der ausreichend Material für ein provisorisches Dach besorgte. Der Grundstein für den Wiederaufbau. Erst 1987 konnte der abgeschlossen werden. Schon Jahre zuvor wurde auch explizit diese Leistung mit dem Titel UNESCO-Weltkulturerbe gewürdigt. Im Zuge des Wiederaufbaus verschwanden offensichtlich auch die Balustradenfiguren. Sie sind Allegorien, deren Bedeutung noch erforscht wird. Nun, nach mehr als 70 Jahren, sind sie wieder da, in Einzelteilen. Im hintersten Eck des Hofgartens wird es spannend. Es wird gepuzzelt. Eine positive Überraschung. Ja. Weil man kann ja viel überlegen und man kann sich viel ausdenken, aber erst dann sieht man ja, ob es wirklich passt. Und man kann sie ja auch nicht so einfach aufeinander heben. Also muss man die Gelegenheit nutzen, wenn schon der Kran da ist, dass man es dann auch wirklich gleich macht. Das ist eigentlich mehr, als wir uns erwartet haben, muss man schon sagen. Ja. Mit einem deutlich mehr fragmentarisierten Zustand gerechnet. Und jetzt passt es doch alles wie angegossen. Jetzt ist die Frage, ob zu dem Unterteil noch ein Zwischenstück fehlt oder ob das direkt aufeinander passt. Von der Größe her, von dem Abbruch. Von der Größe her würde es passen eigentlich und auch von diesem Klammerloch hier hinten. Also das ist eigentlich relativ identisch. Mhm. So, wir können mal gucken, wenn wir den Arm nehmen. Versuchen wir mal, ob der Arm, das Armteil zwischen Hand passt. Genau. Ja, perfekt. Ideal. Die Puzzlearbeit an diesem Tag im Mai 2019 mit Silas Ploner und Werner Helmberger von der Schlösser- und Seenverwaltung, sie lohnt sich richtig. Denn umso mehr Teile da sind, umso leichter wird die Rekonstruktion der Figuren. Sie sollen wieder auf die Balustrade im Mai 2020
zum 300. Geburtstag der Residenz. Ein gutes Dreivierteljahr später beim Würzburger Bildhauer Boris Rütschek. Die ersten Teile der Figuren sind zusammengefügt. Weitere sollen nun folgen. Ist doch ganz anders, als wenn sie liegen, ne? Und groß sind sie auch. Wenn sie stehen. Wahnsinn. Wenn sie stehen, ja. Wenn man noch drauf kommt, dann macht das ganz andere Eindruck. Irre. Da muss man gar nicht viel machen. Ja, schon toll, ja. Super. Ach, schön. Ein besonderer Steinkleber, das sogenannte Epoxidharz, soll mit Eisenstangen die mehrere hundert Kilogramm schweren Teile zusammenhalten. Zunächst wird die weibliche Figur zusammengesetzt, soweit sie eben erhalten ist. Die fehlenden Stellen müssen rekonstruiert werden. Doch längst ist noch nicht ausgemacht, ob das in jedem Detail geschieht. Es ist eine Kostenfrage. Auch wenn sich die Freunde der Residenz beteiligen, 30.000 Euro geben sie und finanzieren etwa ein Drittel des Projekts. Ja, über was für Ergänzungen sprechen wir denn dann überhaupt? Also über diesen Gewandzipfel? Ja, dann eventuell die rechte Seite. Ja. Und wird man den Arm machen oder nicht? Und eventuell der Fuß da rechts unten, ja. Das was fällt halt. Die Lilie wäre natürlich. Ja, die Lilie. Sie steht die Lilie. Ja auf dem Postament. Also es mag vielleicht dann albern ausschauen, wenn das da gerade runtergeht. Ja, ja, etwas aber dass sie, absurd, sie gehen ja auch über den Sockel raus. Darüber raussteht, ja. Und natürlich und da auch darüber raus. Und ich glaube, dass es schon schön wäre, wenn der Fuß dran wäre. Ja, schön wäre es schon. Doch was wird nun genau ergänzt? Die Fachleute sind sich noch nicht einig. Viel jedenfalls wird es nicht sein müssen. Immerhin sind mehr als 90% der Figuren noch da. Es ist fantastisch. Die Teile fügen sich super gut zusammen. Wenn man die Brocken gefunden hat und die auf Paletten zusammengebastelt und dann das, die Figur wieder im Ganzen zu sehen, ist wirklich super. Die bis zu 2,70 Meter großen Figuren sind keine Kleinigkeit für die Residenz. Was man ja immer wieder im Kopf behalten muss, ist, es sind die zwei großen Abschlussfiguren links und rechts im Ehrenhof. Das wird auf jeden Fall noch mal einen anderen Eindruck geben von der Ehrenhoffassade. Ein paar Wochen später. Die fehlenden Teile sind rekonstruiert. Auch der Fuß. Nun können sich die Rütscheks an die Kopie machen. Sie wird Zeit brauchen. Bisher sind eigentlich alle Sachen immer abgegossen worden. Also zumindest für die Residenz ist es das erste Mal, dass eine Bildhauerkopie entstehen wird. Das bleibt spannend bis zum Schluss, ja. An unzähligen Stellen werden die Figuren vermessen, als Grundlage für die Kopie. Mit einem sogenannten Punktiergerät prüfen die Bildhauer immer wieder, wie sie den Sandstein für die Kopie bearbeiten müssen. Künstlerische Freiheit gibt es hier nicht, denn es sollen quasi eineiige Zwillinge der beiden Balustradenfiguren entstehen. 2 Monate später. Fertig. Ja, Wahnsinn. Auch für Michael Rütschek ist es ein besonderer Auftrag. Ja, man läuft über den Residenzplatz und zeigt dann seiner Frau, seinen Kindern, seinen Freunden, da schau mal da oben. Das war ich und der Senior. Doch das Aufstellen in 20 Metern Höhe ist heikel. Nochmal 3 Wochen später ist es dann soweit. Die beiden Figuren sollen, jeweils zerlegt in 2 Teile, auf der Balustrade montiert werden. Man ist natürlich angespannt, weil es jetzt doch noch mal sehr aufregend ist, bis die Figuren oben sitzen. Und also ich für meinen Teil ja nur zuschauen kann. Es ist kurz nach 9 Uhr, als das erste Teil am Haken hängt. Mehrere hundert Kilo schweben nun Richtung Balustrade im Ehrenhof. Nicht nur für den Kranführer, sondern auch für den Bildhauer ist es eine heikle Mission. Denn er arbeitet an einem Weltkulturerbe. An der Residenz das erste Mal. Allerdings, ja. Daher macht es auch so spannend dann. Ne? Sandstein ist spröde. Entsprechend leicht platzt etwas ab, wenn die Skulptur irgendwo dagegen stößt. Und die Teile sollen haargenau passen. Halt. Auf. Drücken. Nee, lassen. Hand drauf. Auch Sabine Vogt ist nervös. Ein bisschen hinter, oder? Richtung Dach. Der letzte Zentimeter für das Oberteil der männlichen Figur. Dann ist es drauf. Aber es schließt nicht haargenau bündig ab. Frau Vogt, kann man damit leben?
Sabine Vogt schickt Fotos an ihren Kollegen aus München. Er muss mit der Arbeit einverstanden sein. Also die Fuge wird noch zugemacht, ob wir damit leben können. Weil das Problem ist, also jetzt noch mal anlupfen wäre irgendwie nicht so gut. Genau, also das ist, ich glaube, 2 Millimeter. Ne? 1 bis 2 Millimeter. Ein bis zwei Millimeter ist es nicht, also geht's nicht ganz bündig drauf. Das Okay vom Kollegen kommt. Wenn man drüber nachdenkt, was alles passieren kann, bin ich extrem zufrieden. Der Mann ist geschafft. Der linke Teil der Ehrenhoffassade wieder komplett. Jetzt ist die weibliche Figur dran. Auch hier müssen Unter- und Oberteil millimetergenau aufeinander gebracht werden. Ups. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nee, lass noch mal ein bisschen Spannung. Wenn aber durch ist, kannst du mir. Drüben war schon gut und hier ist es perfekt. Ist sehr zufrieden. Ja. Ich glaube, wir sind alle zufrieden. Das war echt gut jetzt. Schöne Presse. Ein schönes Projekt ist zu Ende gegangen. Wunderbar. Es ist ein toller Tag. Es ist fantastisch. Ein langes Projekt geht zu Ende. Und ich freue mich einfach nur. Die Ehrenhoffassade der Würzburger Residenz ist wieder komplett. Das erste Mal seit ihrer Zerstörung vor mehr als 75 Jahren. Und pünktlich zum 300. Geburtstag des barocken Meisterwerks.